Servus und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Spiel, und zwar, wie ihr schon sehen könnt, SnowRunner. Ja, ihr werdet euch früher schon fragen, warum hat der schon 5150 Euro oder was das für Währung ist. Ja, ich habe mir schon bis zur Werkstatt vorgekämpft, damit wir gleich losstarten können. Also fragt euch nicht, warum ihr das schon habt. Ich habe mir das schon ein bisschen vorgespielt, damit ihr euch schon mehr zeigen konnte, nicht nur bis zur Werkstatt. Ja, dann sagen wir mal, starten wir. Es ladet, schöner Ladebildschirm, und da sind wir schon wieder. Dann tun wir mal Licht einschalten, dann starten wir mal den Motor, tun wir mal Handbremsen raus und dann fahren wir. Was haben wir denn überhaupt für einen Auftrag? Das machen wir mit M die Map auf. Dann gehen wir da auf Aufträge. Riesige Ball. Aha. Ich muss einmal da runterfahren. Okay. Tun wir das einmal markieren da. Dann werde ich sagen, fahren wir mal da runter. Ich spiele leider noch mit der Tastatur, weil mein G29 wird noch nicht unterstützt. Aber das G920 wird schon unterstützt, das können Sie ja schon anschließen. So, jetzt muss ich kurz nochmal schauen. Also die Straßen wieder zurück habe. Ja, moin. So, dann fahren wir mal los da. Komm. Sag nicht, damit du jetzt schon feststeckst. Jetzt müssen wir die Straßen entlang. Ja. Dann legen wir einmal los. Schreibt einmal in die Kommentare, ob die Innenansicht besser ist oder die Außenansicht. Weil dann fahre ich einmal ein paar Minuten innen, dann wieder Außenansicht. Ah ja. So, dann müssen wir wieder Außenansicht machen. Damit wir uns da wieder... So. Jetzt können wir uns da wieder anhängen und jetzt fahren wir. Aha. So, jetzt haben wir. Jetzt haben wir es. So, jetzt müssen wir wohin genau? Muss ich nochmal kurz auf die Map schauen. Ah, da habe ich also die gerade Streichen weiter. Das machen wir schon. So. Gerade weiter. Uch, das ist rutschig. Mal schauen. So weiter. Oder? Ja. Uch, das wird lustig. Sehr lustig. Ah, es rutscht jetzt schon.
Ja, ich packe euch einmal den Link zum Spiel in die Infobox. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch den runterladen. Und dann schauen wir mal, ob wir ein Community-Event machen. Ob wir einmal im Multiplayer spielen. Das wird nämlich cool werden. Oder wäre cool. So, jetzt muss ich schauen. Ja, passt. Jetzt deckt man schon ein bisschen mehr auf von der Karten. Weil da muss man ja entweder den Aussichtsturm finden oder mit dem Fahrzeug einfach blind fahren und dann deckt man die Karten immer weiter auf. Das habe ich schon rausgefunden. Ah, da vorne ist er schon. Ja, die Maussteuerung für die Kamera ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ah, das ist ja schon. Was brauchen wir da jetzt? Warte mal, muss man die Map auch oder den Auftrag aufmachen? Pipeline-Bau. Ersatzteile. Zweimal. Machen wir. C, tut man Dings machen. C, hä? Also habe ich jetzt zweimal oben. Ja, dann passt es, dann fahren wir wieder. So, dann geht's zurück. Zum Pipeline-Bau zurückschieben. Und dann schauen wir mal. Wenn ihr das Projekt feiert, schreibt gern eure Meinung in die Kommentare und vergesst nicht, falls es euch gefällt, den Like da zu lassen. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne machen. Das wird mich sehr freuen und unterstützen und ihr werdet keine Videos mehr verpassen. So, dann fahren wir da mal wieder auf. Das geht eigentlich ganz flott. Ich habe gedacht, da werden wir länger brauchen. Aber das habe ich mir wieder wahrscheinlich verschätzt. Oh, das ist rutschig. Ja, und durchstieg ist der Motor aber auch ganz schön. Das letzte Mal, wo ich euch noch nicht mitgenommen habe, da hat er auf im Schnee 12,7 Liter Diesel verbraten. Pro Minute. Uch, das ist rutschig. Ja. Jetzt kommt erst die lustige Stelle. Ja, moin. Ja, das ist jetzt wieder lustig. Ja, ich feiere halt das Spiel mega, weil du hast auch so wie jetzt wieder so komische Situationen, wo du nicht zuerst weißt, wie ich machen, aber dann kommst du irgendwie schon raus. Das feiere ich auch irgendwie. Ah, schau, kommen wir schon weiter. Ja. So, jetzt müssen wir wieder schauen, wo wir umkuppeln. Also vorhin ist wieder was. So geht's eigentlich dahin. So kommst du aus den schweren Situationen wie jetzt wieder aus. Mit der Seilwind ohne kommst du da nicht mehr weiter. Ja, haben sie echt gut gemacht, die Entwickler. Muss ich echt sagen. Oh, jetzt sind wir eh schon draußen. Jetzt geht's eh schon wieder von allein. So. Wo ist es eigentlich schon? C machen wir auf. Oh. Was haben wir jetzt? Ah, falscher Knopf. So, dann würde ich sagen, war's das für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst gern, wie ich schon gesagt habe, eine Bewertung mit einem Like da, schreibt eure Meinung in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Auftrag. Bis dahin, macht's gut, ciao!